Yo, Peace Leute und willkommen zum, ich glaube es ist der 23. Run of the Binding of Isaac Rebirth. Ich kann es mir nicht merken und ich würde sagen, heute machen wir mal wieder einen Run mit Judas. Ich weiß, wir haben ihn erst vor kurzer Zeit, wir müssen auch Kane mal wieder unbedingt spielen. Aber für Judas habe ich Lust und wir müssen mit Judas noch The Lamp besiegen. Blue Baby machen wir im nächsten Part, hätte ich gesagt, weil Blue Baby ist für mich jemand, das sehr, sehr schwer zu spielen ist. Und den geheimen Charakter machen wir erstmal gar nicht. Ne, werden wir schon irgendwann mal machen, den geheimen Charakter, aber noch nicht jetzt. Ich mache jetzt mit Judas, weil es jetzt mal sozusagen mein Aufwärmen. Oh, Cancer! Nice! Wir können mal schneller schießen. Ist sozusagen mein Aufwärmen-Run. Also, ja, und da habe ich einfach gern jemand. Judas ist zwar mit einem Herz da ziemlich stier, aber er macht halt von Anfang an gut Damage. Zack, haben wir den Pisser da. Und deshalb ist das jetzt mein kleiner Aufwärmen-Run. Normalerweise mache ich Aufwärmen-Runs immer mit Azazel auf meinem, privaten Account, aber hatte keine Lust auf Azazel. Also dachte ich mir, komm her, dann nimm ich kleine Runde auf hier. Ein Schlüssel, das ist doch schön. Und wenn wir The Lamp mit Judas besiegen, bekommen wir noch ein schönes Item, glaube ich. Dazu. Das heißt Item. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir es denn schaffen sollten. Hey. Das sind echt die gefährlichsten Gegner, Leute. Auf die müsst ihr echt aufpassen. Wir gehen erstmal den Itemraum. Weil vielleicht ein HP-Upgrade. Aber weiter sind noch nie. Egal. Wenn ihr es wisst, ob da auch HP-Upgrades drin sein können, dann schreibt es mal in die Comments, Boys. Ich weiß nämlich nicht. Aber es könnte ja ein schönes Item drin sein, wie Investation Shot. Hab schon gerade kurz gedacht, Quad Shot, Alter. Das wäre jetzt richtig mächtig. Okay, Lust. Lust. Komm her, kleiner Schlawiner. Investation Shot 2. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Okay, wenn wir Gegner töten. Amnesia, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist eigentlich sogar ziemlich gut. Jetzt wissen wir nämlich schon, dass die Pille existiert. Und wissen auch, wenn wir sie das nächste Mal kriegen, dass es Amnesia ist. Besser als irgendwann in der Ebene, wo wir, also zum Beispiel in The Womp oder so. Weil dann finde ich gar nicht mehr zurecht. Hier weiß ich jetzt, dass hier der Boss kommt. Sehr schön. Dann gehen wir mal rein hier. Zack, es ist Larry Jr. Boom, Brophelia, die grüne Form, die ab und zu mal spuckt. Ja, sollte trotzdem einigermaßen machbar sein. Zählt es als Champion-Form? Also wenn ich von der getroffen werde, bin ich dann komplett tot? Ich hoffe es mal nicht. Aber jetzt ist er eh gleich down. Sehr schön, wir kriegen ein HP-Upgrade, das freut mich doch. Leider nirgendwo ein Seelenherz. Also gehen wir weiter. In die nächste Ebene, meine Freunde. Wow. Die geballte Ladung Action in Basement 2. Ah, schön, wir bekommen noch 100% in Double Deal. Also rein hier. Ich vergesse es immer wieder, dass wir mit Judas doch einen Double Deal kriegen. 100%. Ein Schlüssel immerhin. So, wieder auf ein rotes Herz. Aber ein Herzcontainer. Ja, die schafft es, Leute. Ich glaube an mich. Im Station Shot ist ganz cool. Ich mag die Spinnen halt nicht so sehr wie die Fliegen, weil. Wow, der Mulligan auch noch. Okay, wir sind schon mal sehr tierlieb. Nee. Weil die Spinnen nicht so kontrollierbar sind. Also sie rennen nicht so direkt auf die Gegner zu. Wie es die Fliegen tun, wie man hier sieht. Also Mulligan ist schon ziemlich nice. Das ist halt so ein kleines Fake-Guppy sozusagen. Okay. Kein blauer Stein hier auf jeden Fall. Das heißt, hier ist ein blauer Stein. Wir haben noch keine Bombe. Okay, der Boss. Ich hätte aber davor gerne noch ein rotes Herzchen. Was bist du? Telepillen. Okay, perfekt. Da wollte ich eh als nächstes hin, um vielleicht eine Bombe zu kriegen. Oder leider nicht. Und noch kein rotes Herzchen. Also wir gehen mit einem roten Herz. Ah, Regeneration hat sich Entschuldigung, bemerkbar gemacht. Wir gehen rein. Book of Belial. Und draufkloppen. Die Fliegen machen richtig gut. Ich glaube, den doppelten Schaden, den wir machen. Und wir machen mit Judas von Anfang an ziemlich gut Schaden. Es stapelt sich das auch mit dem Book of Belial. Da habe ich keine Ahnung. Wir kriegen Shot Speed up. Oh nein, wunderschönes rotes Herz. Stimmt, da kriegen wir eine Karte. The World können wir in der nächsten Ebene einsetzen. Ich würde sagen, wir nehmen dich mit. Weil du gut bist. Aber Capistel kann man dann leider Gottes nicht mehr mitnehmen. Hätte ich es auch gerne mitgenommen, aber das ist ziemlich gut. Dann droppt alles doppelt. Das ist ziemlich nice. Wir haben alles gemacht. In den Shop gucken wir noch kurz. Für eine mögliche Bombe. Um uns diesen wunderschönen, möchte ich mal so sagen, auf blauen Stein zu gönnen. Zack, rein hier. Es ist leider keine Bombe da. Dann. Nee, BFF macht ja die Spinnen nicht größer. Dann nehmen wir das Seelenherz hier einfach mit. Und ja, werden so glücklich. Nein! Oh Gott. Oh Gott, Alter. So, The World können wir in der nächsten Ebene einsetzen. Das ist ganz chillig. Immer. Wobei, jetzt könnten wir uns. Was haben wir? Wir sind risikoreich. Komm.
Komm hier, gehen wir auf Risiko. Jetzt haben wir nichts mehr außer noch ein scheiß Seelenherz. Könnte ziemlich stier werden bei irgendeinem Raum, der halt wirklich mal, wo ich sag, alter Scheiße, nur Drecksgegner. Da unten gehen wir ganz sicher nicht rein. The World mal einsetzen. Da oben ist ein Mini-Boss. Da möchte ich erstmal einen Book of Belial aufgeladen haben. Okay, da kommen wir nicht ran, aber wir schießen so schon mal diese zwei Feuer aus. Weil da werden wir bestimmt hingehen, wenn wir noch genug Schlüssel finden sollten. Okay, ihr kleinen Schlawiner. Euch kriege ich, glaube ich, noch irgendwie tot. So, vor allem mit Mulligan läuft das ziemlich gut. So, komm her. Zwei goldene Kisten, an die wir nicht rankommen. Wow. Wow. Very impressive. Okay. Du kleiner Schlawiner. Komm, zeig deinen Hals. Boom. So, das Book of Belial ist bereit. Das heißt, wir gehen in den Mini-Boss-Raum. Ich hoffe, dass es Gluttony ist, denn der droppt ab und zu mal ein HP-Upgrade. Ein HP-Upgrade wäre doch schon ziemlich nice. Also ein Seelenherz ist kritisch, würde ich mal sagen. Es ist tatsächlich Gluttony, wie ich es erhofft habe. Und dort ist das HP-Upgrade leider nicht. Schade, schade. Nun ja, da unten ist auch gleich der Itemraum. Hoffentlich ist da irgendwas. Vielleicht so Cancy zum Beispiel wäre ziemlich nice. Also Krebs. Ich hätte gern Krebs, ja. Nein, das soll sich vielleicht... Oh nein. Hui. Ha, hu. Gar nicht getroffen werden. Also, auf dem halben Seelenherz will ich nicht rumrennen. Wirklich nicht. So, komm, unsere Range. Ist nicht ganz so geilo für diesen Raum, aber krieg mal hin, krieg mal hin. Zack. So, hier unten ist der Geheimraum. Wir haben eh noch keine Bombe. Also hier können wir nicht hin zum Schlüssel. Double Shot. Ziemlich nice. Ziemlich, ziemlich nice sogar. Gehen wir hier unten hin. Okay. Aufpassen, nicht getroffen werden. Ziemlich vorsichtig spielen. Zwei Schlüssel. Sollen wir in den Schnee? Bringt uns nichts. Wir haben nicht genug Münzen. Oh Gott. 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 Ah, Spinnen. Tut es. Tut etwas. Komm. Erledigt ihn. Okay, ich mach's. Ja, mach mal. Bisschen Cash. Vielleicht Cricket's Head in der anderen Kiste. Nein, nur eine kleine Kiste mit einem Schlüssel. Ein bisschen Geld. Jetzt können wir in den Job gucken. Hoffentlich gibt es ein Seelenherz drin. Wäre echt ziemlich nice. Oh, es gibt das Item, das wir brauchen, Alter. Wie machen wir es? Aber ich brauche ein Seelenherz. Ich brauche auf jeden Fall ein Seelenherz, sonst klappt das gar nicht. Okay, also wir müssen jetzt am besten Bomben finden, um aus dem Automaten rauszuspringen. Das ist das Item, was ich brauche, weil das macht die Fliegen und unsere Spinnen auch größer. Das wird ziemlich, ziemlich nice. Auch vor allem, wenn wir... Oh, vier Bomben. Geil. So. Eine Goldkiste, die bringt uns nichts. Ne, wir gehen erst. Vielleicht kriegen wir die Krone als Boss-Item. The Fallen, also kriegen wir es nicht, aber wir kriegen ein Devil Deal-Item sozusagen umsonst. Das ist sehr, sehr gut. So, wie schön schnell das geht, aber naja. Das Rotten Baby nicht schlecht, aber es gibt Besseres. Was gibt's hier drin? Krampus. Auch sehr schön, natürlich. Okay, aufpassen. Ja, komm, Krampus. Mach keine Miesen, mach keine Miesen. Okay, Lump of Coal. Hätte lieber Krampus Head gehabt, aber okay. Und jetzt sprengen wir es dem Automaten Geld raus. Mache ich nicht so gerne, aber jetzt mache ich das doch. Einfache Begründung, die auf jeden Fall gut ist. So. So, leg mir hier mal ein Bömblein hin. Der Shopkeeper kann uns ja auch noch vielleicht was geben. Lucky Toe is appearing in the basement, okay. Okay, schon mal drei Münzen mehr. Oh, das stimmt ja, den Geheimraum haben wir dadurch auch geöffnet. Gucken wir erstmal hier rein. Nochmal ein paar Bomben drin, okay. Falls es unsere Bomben nicht reichen sollten, ist das ziemlich schön. Geld wäre zwar schöner gewesen, aber kann ich mit leben. Komm, springen wir uns was raus hier. Boom. Nur zwei Münzen. Komm, jetzt geben wir mal vier oder so. Oder fünf am besten. Ja, schon mal vier. Noch eine Bombe müssen wir verbrauchen. Und jetzt können wir uns das Item holen. Giant Spiders and Flies. Jetzt sehen die schon ein bisschen ekelhaft aus, die Spinnen, muss ich echt sagen. Aber okay, die machen jetzt. Sie machen auch mehr Damage natürlich. Dadurch, ich weiß nicht wie viel mehr, aber umso mehr, umso besser, würde ich mal sagen. Also, weiter hier. So, nächste Ebene. Zack, warum gehen wir mal lieber nicht rein? Was ist hier drin? Nee, nicht wirklich. Können zwar Seelenherzen rauskommen, aber nee, dafür gebe ich mir diesen Stress hier nicht. So, sehr schön. Die Spinnen, Alter. Sehen schon stier aus. So, okay. Larry, no problem. Ich hätte mal gern... Vielleicht hier der Ortsdetzerpilz? Wer weiß. Eine Pille? Vielleicht Health Up? Tears Up, auch nicht schlecht. Sogar sehr, sehr schön eigentlich. Oh, So, komm, weg. Sehr schön, zwei Münzen. Wir haben keinen Schlüssel. Also gehen wir noch... viele Pillen. Aber kommen wir nicht ran ohne Fliegen gescheit. Nochmal Pillen.
Okay, und hier sind die nächsten Opponents. Ich möchte eigentlich am liebsten erst in ein Item kommen. Wir haben auf jeden Fall noch was, was wir noch nicht gemacht haben. Wir sollten irgendwie noch zwei Schlüssel einen Schlüssel herkriegen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Sonst wäre das ein bisschen kacke. Vor allem, weil wir Contract from Below haben. Also das ist alles doppelt doppelt. Kein so schöner Raum, aber unsere Fliegen klären da schon mal ein bisschen was. Für uns leider kein Schlüssel. Okay, okay, ja gut. Immer noch keine Schlüssel. Verdammt, gib mir Schlüssel. Wie riesig unsere Spinnen sind. Nee, will ich nicht. Oh, scheiße, Alter. Zwei Goldkisten. Oh, Digga. Halbes Herz. Halbes Herz. Und jetzt Wrath. Okay, unsere Fliegen geben schon mal gut Gas. Komm her, Wrath. Wrath, mach keine Miesen. Wir kriegen eine Bombe dafür. Eine Bombe ist nicht so gut wie ein Schlüssel. Alter, die Spinnen. Vor allem, weil ich nie die Itemräume finde. Ich hoffe einfach mal, dass er neben dem Itemraum ist. Weil da könnte er sein. Es grenzen vier. Nee, oben grenzt keiner an. Moment mal. Ich versuch's trotzdem mal. Weil es gibt keinen Raum, wo alle vier Seiten angegrenzt sind. Und im Itemraum könnten ja weitere Bomben sein, mit denen wir uns dann weitersprengen können. Oder eben Schlüssel. Bitte. Ja, sehr schön. Es hat mal geklappt. Es sind Pillen drin. Okay, Energie. Ne, sie brauche ich jetzt nicht. Tears Up ist schön. Bist du? Ich brauche Energy nochmal. Legen wir uns einfach mal hin. Und Luck Up. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Für den Itemraum. Und fahren mit einem halben Herz gegen The Hollow. Okay, The Hollow geht noch. Aber ist trotzdem nicht so schön. Aber haben wir hingekriegt. Leider kein AP-Upgrade. Speed and Range. Was haben wir hier? Können wir nicht mitnehmen. Tut mir echt leid. Ich würde es echt gerne mitnehmen, aber wir können es hier. Wir kommen nicht in den Itemraum rein. Den Zackenraum können wir auch nicht mehr. Ja, wir müssen weitergehen. Sheesh. Sieht gar nicht so gut aus gerade. Also das halbe Herzchen ist halt ziemlich stier, würde ich mal sagen. Okay. Komm schon, bitte irgendein Seelenherz oder sowas. Boah, aufpassen. Ja, nicht getroffen werden. Gib mir noch ein Seelenherz. Gib mir doch ein Seelenherz. Aufpassen. Spawn fliegen. Okay, genau. Sehr schön. Meine Fliegen und meine Spinnen helfen mir. Tatkräftig. Sehr schön. Entschuldigung. Da muss ich kurz ein bisschen wischeln. Abgefuckte Scheiße. Abgefuckte Scheiße. Abgefuckte Scheiße. Wir haben es geschafft. Seelenherz. Seelenherz. Judas Tonchi ist auch geil. Gucken wir mal, ob auf der Ebene ein Devil Deal kommt. Wir sollten das machen für die Schlüssel, aber ich kann es einfach nicht machen, weil... Oh nein. Mit dem halben Herz ist es nicht so schön. Oh, gib mir doch bitte Schlüssel. Ich will doch nur in den Itemraum. Was haben wir hier? Seelenherz bitte. Oh, Geld. Und eine Bombe. Oh nein. Ich brauche Leben. Leben, 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 Leben. Da hat sich Contract from Below sowas von jetzt gelohnt. Jetzt haben wir wieder Herzen. Haben wir getroffen, sehr schön. Okay, gehen wir hier unten lang. Brauchen immer noch Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Kriegen keine Schlüssel. Was geht denn ab? I found pills. Wir sprengen hier mal kurz das blaue Feuer für ein Seelenherzchen vielleicht. Nein, leider nicht. Wo sind denn die Schlüssel hin? Schön, dass das meine Spinnen einfach erledigen. Ich brauche keine roten Herzen, Mensch. Ich brauche Schlüssel. Aber jetzt haben wir wieder auf jeden Fall Leben. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich nice. Und hier kriegen wir auf jeden Fall Geld. Auch nicht schlecht, aber einen Schlüssel wäre mir eigentlich echt lieber. Gib mir doch einen Schlüssel, Isaac. Spiel, gib mir bitte einen Schlüssel. Einen Schlüssel! An dem ich reinkomme, bis wir zwei Bomben haben. Da. Alles mit dem Fliegen und den Spinnen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bomben? Mit diesen Bomben können wir diese Bomben freisprengen. Plus einen Gegner. Nice. Und dann haben wir diese Bombe. Und mit dieser Bombe können wir uns jetzt den wunderschönen Schlüssel holen. Gut. Und sogar eine Karte und noch eine Bombe dazu. Zack, her mit dem Scheißdreck. Es ist Judgment. Wir haben sogar Geld. Ah, du bist natürlich der Falsche. Dich können wir jetzt nicht gut groß... Moment.
Dich möchte ich noch gern sprengen, du kleines, schönes, blaues Feuer. Vielleicht gibst du mir ein Seelenherz? Nee, da hat's keinen Bock drauf. Da hat's gar keinen Bock drauf, Mann. Oben. Ich glaube, wir machen das links auch, also den Kampfraum. Weil wir einfach ein bisschen Schlüsselnot haben. Dein Ernst? Dein Ernst? Wir nehmen es mit. Säumelk, Damage Down, Tears Wear. Kree, Alter, scheiße, wir haben es verkackt. Wir wollen wir sind. Oh, nein, Alter, wir machen den Kampfraum noch nicht jetzt. Ich wollte es einfach mal mitnehmen. Ich lasse es öfters mal liegen, aber jetzt sagt mir so YOLO. Oh, scheiße, Alter. Das war's mit dem Run, Leute. Ihr könnt abschalten, wenn ihr einen Sieg sehen wollt. Ich wollte gerade sagen, das waren jetzt aber nicht wir, ne? Zweimal Amnesia. Wow. War. Aber wir spawnen ja richtig auf Fliegen. Das ist ja schon gut. Alter, wir haben den gerade schon recht schnell getötet. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ich will mal Judas Tonju, also Judas Zunge halt. Ich kann Tonju nicht gescheit aussprechen. Ich glaube, ich spreche es falsch aus. Mitnehmen, um zu gucken, ob die dann auch ein Seelenherz kosten. Weil das habe ich noch nie. Also das weiß ich nicht. So, wo ist es denn? Es müsste hier oben sein. Yep, nehmen wir dich kurz mit. Natürlich, ich denke, wir werden Cancer mitnehmen, weil Cancer ist ja so aufgebaut, dass es, wenn du, also Cancer erhöht ja sozusagen deine Schussrate. Aber es ist irgendein Multiplikator, glaube ich. Und deshalb, umso schneller du schießt, umso mehr erhöht es. Und wir haben Soymilk. Ja, sollte genug sagen. Aber ich will das mal wissen, weil das hat mich echt schon immer interessiert. Nee, sie kosten weiterhin 3, okay. Das hätte mich auch echt gewundert, weil dann hätte man ja mit Guppies Paw sich übelst viel sparen können, weil man ja durch Guppies Paw durch einen Herzcontainer 3 Seelenherzen bekommt. Und das wäre dann ziemlich blöd gewesen. Wir machen den Kampfraum schon, würde ich sagen. Also nicht, dass wir dann in den nächsten Ebenen auch wieder ohne Schlüssel dastehen. Da habe ich gar keine Lust drauf eigentlich. Und hier können ja Schlüssel drin sein oder eine Goldkiste, die wir nicht öffnen können. Wow. Wow. I'm very impressed. I'm very, very impressed. Die Gegner sind natürlich ein bisschen stressig, weil da unsere Fliegen nicht so schön rankommen. Komm. Zack, was kommt als nächstes? Okay, Moms Hände. Okay, okay. Da sind unsere Fliegen aber schon wieder sinnvoller. Komm. Kra. So schlecht ist jetzt Säumel gar nicht. Also, ich weiß nicht. Wir spawnen halt ziemlich oft Fliegen, die halt gut Damage machen durch das Item. Ah, spring doch nicht nochmal. Nice. Was hast du hier? Eine Trollbomb. Wow, das hat sich wirklich gelohnt, Leute. Vielleicht ein schwarzes Herz sein. Eine Karte. Ah, was bist du? The Tower. Lieber, also besser als Amnesia, würde ich mal sagen. Aber Cancer ist schon mal ein ziemlich gutes Trinket für Säumilk. Oh Mann, jetzt habe ich echt Säumilk mitgenommen, Alter. Aber sieht ja nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Also. Also wenn du Säumilk im ersten Itemraum findest und es dann mitnimmst, bist du meistens so gut wie tot. Was war hier nochmal drin? The Nail und Fliegen. Fliegen wäre zwar geil, aber ich renne nicht schon wieder mit einem halben Herz rum. Nein, nein, nein. Das mache ich nicht mehr. Nicht bei Marm-Ebene. Wir sind schon Necropolis 2. Sind wir. Bosswash könnten wir schaffen, wenn wir drauf hätten. Außer natürlich, es kommen weiterhin solche Gegner. Komm, geh down. Sehr schön. So, weitergehen. Schnicks. Ich hoffe, dass wir jetzt wenigstens einen schnellen Schlüssel finden, dass wir wenigstens dann so schnell wie möglich in den Atemraum kommen. So, dich schucken wir mal schön da rein und dich auch. Sehr schön. Hey, stirb, du Wichser. Okay, du droppst Geld, glaube ich, die Special Form. Ja. So, Münzen, Bomben, alles schön, aber Schlüssel wäre mir lieber. Okay, da ist der Boss. So. Nee. Wir kommen ja da nicht mehr raus, außer mit einer The Fool oder Telepille. Außer mit einer The Fool, das hat sich echt gut angehört. Also außer mit einer The Fool Karte. Karte Main. It's a Karte Main. Aufpassen, nicht getroffen werden. Oh, Blutspur. Ich bin blöd. Ich weiß. Sloth. Nö, also wir kriegen sie eigentlich recht schnell down. Also für Säumilk auf jeden Fall. Hotrotten Head ist Müll. Ah, Rage! Sorry, Leute, muss ich kurz ragen, Bob's Rotten Head. Ah, wieso nicht Bob's Brain? Bob's Brain wäre doch jetzt nice, Leute. Bob's Brain Insta-Win. So. Erstmal aufpassen. Gut. Ja. So, ciao. Und ciao. Okay, zacki-zacki-Raum. Ah, geh mal rein.
leider nichts Gutes. Schade, ich hätte echt auf zwei Seelenherzen gehofft. Hm, jetzt haben wir nur zwei Herzen, auch nicht so schön. Boah, ekelhafter Raum. Aber krieg mal hin. So, Schlüssel. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Wir finden keine Schlüssel. So, zwei Goldkisten bringt uns nichts, aber Dankeschön. Stimmt, wir haben ja Guppy's Tail. Ah, Guppy's Tail kann halt am Anfang eines Runs ziemlich stören, weil halt weniger Schlüssel droppen im Endeffekt, weil halt mehr Kisten droppen. Okay, noch zwei Geister. Komm. Ja, okay, nochmal zwei Goldkisten bringt uns nichts. Oh Mann, bitte lass uns jetzt noch einen Schlüssel irgendwie finden. Da ist der Itemraum. So, dann du dann, Schlawiner. Das kann nicht wahr sein. Hier vielleicht der Itemraum. Genau, dich meinte ich. Bomben. Ich glaube, wir kommen schon wieder nicht in den Itemraum. Aber ich hoffe, jetzt gibt es den noch als Setzerpilz. Oder? Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht auf jeden Fall. Health up. Das ist geil. Nochmal Health up. Wow. Und Pheromon. Zweimal Health up ist lieber die. Da bin ich mir sicherer, dass wir alle springen. Liberty Cap nehmen wir jetzt mal nicht mit. Ich bin eigentlich ein ziemlich großer Liberty Cap Fan. Aber in diesem Fall nicht. Und wir kommen mal wieder nicht in den Itemraum rein. Aber wir haben zweimal Health up bekommen. Was ziemlich nice ist. Okay, ein halbes Herz müssen wir mitnehmen, ein halbes rotes, damit wir im Devil die dann uns für rote Herzen etwas leisten können. So, ja, dann müssen wir wohl zu Marmor in den Itemraum. Ist zwar ein bisschen scheiße, aber. Ja, das war erst recht scheiße. Gut. Okay, es ist die rote Marm, die nur stampft und schießt aus ihrem Auge. Danke, danke. Eigentlich ist die rote Marm in Ordnung, aber weiß nicht. Ich finde die normale Marm chilliger und die blaue Marm finde ich eigentlich die stressigste. You unlocked something sticky. So, Boss Rush. Haben wir noch ein bisschen Zeit zum danach reingucken. Leute. Minisensen. Nice. Gucken wir kurz mal in den Boss Rush rein. Ich denke nicht, dass ich es mit... Oh, Cricket's Buddy ist geil. Aber wir sterben hier drin. Wir sterben hier drin. Nee, wir sterben hier drin, glaube ich. Oh, gehen wir weiter. Wir dürfen jetzt aber auch... Wir haben ziemlich wenig Leben trotzdem noch. Aber Cricket's Buddy hätte ich jetzt echt gern mitgenommen, aber... Oh, XL-Ebene. Das heißt, wir bekommen da kein Devil Deal mehr. Glaube ich zumindest. Aber egal. Wir haben Minisensen. Aber ich habe Angst vor den Blut-Dingern, weil ich die nicht so gescheit sehe. Weil alles so rot ist. Eine Battery Man. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. Okay. Ihr Pisser. Okay, gehen wir weiter. Hier ist schon nichts. Ah, Minisensen sind cool, aber ich glaube nicht, dass wir es lang mehr überleben. Wir downen die Gegner aber richtig schnell. Keine Schlüssel. Guck dich das an. Das ist richtig mächtig eigentlich. Wir haben halt nur das Problem mit dem Leben. Aber ich musste. Ich musste es einfach mitnehmen, Pentagramm und Minisensen. Was heißt Minisensen? Die normalen Sensen sind es ja, aber sind halt Mini geworden durch unseren Säumig. Oh. Ich liebe Contract from Below gerade. Ich liebe es einfach, weil es einfach die Seelenherzen verdoppelt. Oh, das, also es läuft echt gut eigentlich. Also kann ich mich echt nicht beschweren. Doch, trotz Säumilk. Säumilk ist normalerweise, also ziemlich oft, so ein Item, wo einfach so out. Aber ja, Minisensen. Der Shit, vor allem mit Penetrative. Also die gehen ja durch Gegner durch. Und sowas ziemlich geil. Okay. Du bist ein Problem. Dankeschön, kann ich nicht öffnen. So, gehen wir einfach mal rein. Es ist der Tod. Okay. So, komm her. Noch ein Ball of Benches Teil. Ist ganz schön. Jetzt kommt schon Mams. Oh nein, ich sollte aber erstmal meinen Book of Belia wenigstens aufladen. Diese Zeit soll mir noch vergönnt sein. Hm, da würde ich echt gern hin. Nur, da kriegen wir sehr wahrscheinlich Schaden. Man kann da durchkommen ohne Schaden, ich weiß. Aber dafür bin ich zu blöd. Gib uns bitte ein HP-Upgrade. Nein! 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 Jetzt bin ich hier vollkommen umsonst durch. Oh, diesmal haben wir jetzt ganz ohne Schrank geschaut. Oh Mann. Da hinten lag noch eine Batterie. Das heißt, wir müssen keine weiteren Räume. Aber ich würde gerne weitere Räume machen. So ein bisschen, zumindest so kleine. Nicht den großen. Auf gar keinen Fall den großen. Ich hasse große Räume. Also ganz XL-Räume. Die hier, die sind meistens noch... Oh nein, auch schon ziemlich stressig.
Was? Wenigstens? Nein, da ist noch eine Hand. Schnell die Hand töten. Okay, wir haben es geschafft. Und kriegen 2 Schlüssel. Das ist cool. Das ist nice. Können wir 2 Goldkisten öffnen. Und zwar dich nicht. Wir haben noch irgendwo 2 rumliegen, die gedroppt wurden. So. Ich hoffe, wir machen es heute schaffen. Kein Stier werden. Na, leider kein Cricket's Head. Das wäre jetzt noch so mal ciao, bisschen mit Damage gewesen. Wir versuchen es. YOLO. It lives. Sehr schön, ist ja nicht mehr Mom's Halt. Ist ja jetzt It lives. Erstmal die Augen wegkriegen. So, Mom's Halt, calm down. Und zeig mir, was du drauf hast, du Bitch. Wir können in den Himmel. Aber ich will mit ihm eigentlich The Lamb machen. Wir gehen im nächsten Part, wenn wir es schaffen, in den Himmel, Leute. Ich möchte mit Judas gerne The Lamb machen. Ob, wenn wir es überhaupt schaffen. Also wie gesagt, vom Leben her ist... Aber wir machen halt einfach Damage. Das ist, also was heißt Damage? Aber wir töten halt Gegner. Unsere Damage per Second ist ziemlich nice. Zack. 2 Goldkisten. Dankeschön. Bringt uns nichts. Ja, Gabizell ist halt am Anfang immer noch ziemlich scheiße eigentlich. Boah, und was für ein heftiger Raumform für diese scheiß Geister. Okay. Treffen wir so beide? Ja. Okay. Bitte ein Seelenherz für mich. Ja. Danke. Okay, ein riesiger Raum mit Super Red. Wie oft? 2-mal? 2-mal. 2-mal geht noch klar. Er ist da 4-mal das Stier. Und wir kriegen Mr. Mega Plus Damage. Mit Damage für unsere Bomben. Zacki, zacki, rum gehe ich jetzt nicht rein, weil das kostet ein ganzes Herz. Oh, Gott sei Dank. Ein ganzes Herz Schaden macht es. Also fürs, Rein und Rausgehen sogar dann insgesamt 2. Und dann sind wir halt nur noch auf einem halben Herz. Und das will ich nicht nochmal. Einmal hat mir gereicht. So. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel sind gut. Denn damit können wir diese Goldkisten öffnen und auf Cricket's Head oder Seelenherzen oder was auch immer hoffen. Hauptsache irgendetwas außer Geld und Bomben. Wobei Bomben sind ja auch nicht schlecht. Vor allem jetzt mit Blast Damage. Aber wir kriegen nur Bomben. Aber immer noch einen Schlüssel. Leute, Leute, Leute. Leute. Ich habe Angst vor dem Satan-Kampf. Ich habe richtig Angst davor. Weil Satan ist schon Stier. Da kann man schon mal gut 2-mal getroffen werden. Und wir dürfen halt nur. Wir halten halt nur 3 Hits aus. Also beim dritten sind wir tot. So, das heißt, wir sollten jetzt hier am besten gar keinen Schaden mehr nehmen. Oh Gott, wir werden hier Schaden nehmen. Wir werden hier hundertprozentig Schaden nehmen. Wir werden hundertprozentig Schaden nehmen. Wie haben wir keinen Schaden genommen? Ich weiß nicht. Schnell. Nein! Ist doch noch so ein Drecksgegner. Aber das geht gut mit Penetrative Shots. Fällt uns doch keine Ahnung. Oh, was für ein Müllraum war das denn gerade? Okay, 2-mal Super Greed. Sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. So, was habt ihr für mich? Ein Trinket, das ich nicht brauche. Und Geld. Money Means Damage wäre auch noch ziemlich nice jetzt. Gehen wir unten weiter. Okay, ein schöner Raum. Ein Raum zum Chillen. Und dann gehen wir weiter runter und da ist auch schon S zu dem Aten. Okay, okay. Oh Mann, Leute. Was soll das nur werden? Ich weiß es nicht. Wir gehen rein. Belial einsetzen. Bombe legen. Machen ja Blast Damage auch noch. War ein bisschen zu früh. So. Die Phase sollten wir recht schnell down kriegen. Yep. So, die zweite Phase, die ich gar nicht leiden kann. Scheiße. Gut, wir werden es niemals schaffen. Wir werden hier hundertprozentig mal getroffen von den, Beinen. Die Beine sind nicht so einfach, finde ich. Ah. Komm! Komm, Satan! Verrecke! Verrecke, elendig! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Fuck! War ein interessanter Run. Fuck! Hat er mich am Ende noch gekriegt, der kleine Satan. Also, war ein interessanter Run, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann würde ich sagen, hab mich seit beim nächsten Mal wieder am Start. Peace up und haut rein!